Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe einen Tausch gemacht mit Speedtaste TV. Sei gegrüßt, Speedtaste TV. Ich habe für dich einen Tausch gemacht, einen Mediabook-Tausch. Hier ist dein Päckchen, dein kleines Päckchen. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit unserem Tausch. So, dann mache ich das mal hier auf. So. Und hier ist es drinne. Hier ist es drinne, dein Mediabook. Ich kann euch auch gleich sagen, was wir getauscht haben, weil das interessiert ja auch die meisten, was man so getauscht hat untereinander, um auf diese Mediabook zu kommen. Ich habe von dir bekommen Crash von David Cronenberg in diesem Mediabook. Ah ja, da ist das, genau, das habe ich nämlich mir schon gedacht. Hier ist der Beipackzettel. Das Ganze ist von Turbine. Ein Mediabook von Turbine. Hier, Crash. Ein Film von David Cronenberg. Ich kann euch gleich sagen, was wir getauscht haben. Ich habe Speedtaste TV gegeben, Night of the Living Dead, das Remake von Nameless. Und hier habe ich jetzt, mit dir habe ich jetzt dieses getauscht. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir in die andere Perspektive über zur Detailansicht. So, und da bin ich wieder zurück in dieser Detailansicht. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank, Speedtaste TV, für den guten Tausch. Ich bin damit sehr zufrieden. Hier haben wir erstmal den Beipackzettel, also dieses Backblatt. Sex, Cars and Crashs. Crash provozierte durch Gewalt und Sexualität. David Cronenbergs skandalöser Seelentrip ist ein Meisterwerk mit Stars und Karambolagen. James Spader, Holly Hunter, Deroff, Cora Anger, die Schauspieler, brillieren in diesem genialen Crashkurs in Sachen Perversion. Nee, Perversität. Perversität. Also ist das so ein kontroverser Film oder was? Hier brandneues 4K-Abtastung. Wie gesagt, von Turbine. So, dann haben wir hier erstmal das Mediabook mit diesem richtig geilen Cover. Hier die Hand von einem Typen und hier der Hintern von der Frau mit einem Minirock. Und hier, so, weiß nicht, was das sein soll. Aber auf den ersten Blick sieht das ja aus, als wenn die Frau, naja, gerade auf Toilette war. Naja, aber so, wenn man genau guckt, das ist hier ja die Autobahn. Oder die, also die Autobahn ist hier. Ja, da haben wir erstmal das Frontcover. Sieht sehr schick aus. So, dann haben wir hier den Spine. Und wie ich sehe, ist an dem Mediabook echt nichts dran, wie du mir geschrieben hast, Speedtaste TV. Hier die Rückansicht. Sieht auch schick aus. Zwei Liemenden. So, mal gucken, mal drin reingucken. So, dann gibt es hier erstmal die Blu-ray. David Cronenberg Film, FSK 18, Crash. So, und dann gibt es hier einen Innendruck. Der ist grau gehalten und dann so, naja, so Linien. Und hier Crash. David Cronenberg, ganz klar, die Fliege. Also die Fliege von David Cronenberg gefällt mir so gut. Und hier haben wir dann die DVD. Lege ich mal nach rechts rüber. So, und dann fangen wir von vorne an. Mit dem Booklet. Der totale Crash. Der Prolog. Also hier ist erstmal der Prolog. Und hier ein Filmzitat von David Cronenberg. Als Filmemacher bin ich eher ein Ferrari als ein Ford. Ein Ford ist ein massenkompatibler Wagen, der so viele Leute wie möglich anspricht. Ein Ferrari ist für Leute, die ein spezielles Verständnis davon haben, was ein Auto sein kann und was sollte und die gewillt sind, einige Opfer im Kauf zu nehmen, um es zu besitzen, weil sie wissen, wie viel es wert ist. Es ist einfach ein anderes Konzept davon, was ein Wagen sein sollte. Okay, das war ein Filmzitat von David Cronenberg.
Dann haben wir hier ein Szenenbild. Also ich freue mich auf den Film, auf die Sichtung. Viel Text. Hier ist David Cronenberg am Filmset. Also Booklet gefällt mir. J.G. Ballard. Hier haben wir zum Beispiel ein anderes Mediabook-Cover. Von diesem Mediabook gab es verschiedene Covers und das ist ein anderes hier. Okay, wie ich gerade sehe, gibt es von Crash einen Roman. Verfilmt von David Cronenberg. Das Buch zum Film. Achso, das ist das Buch zum Film. Okay. Die Entstehung von Crash. Hier schicke Szenenbilder. Okay, hier ist die Frau aus dem Cover. Eine blonde Frau ist das. Aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Und hier sehen wir zwei, wie Sex haben. Okay. Oh, wir kommen jetzt keine Nacktbilder. Und hier haben wir einen Mega Crash. Ja, genau, wie der Film auch sagt, Crash. Die Zensur von Crash. Oh, die Zensur. Okay, da, auch nicht schlecht. Hier haben wir David Cronenberg, Teil 2, der Epilog. Und hier ein schönes Bild mit David Cronenberg. Und wo zwei Autos gegeneinander gefahren sind. Der formale Crash, okay. Aber irgendwie sehe ich, dass sich in dem Film immer welche lieben. Und küssen und so. Hoffentlich ist das kein Liebesfilm. Nein, ich glaube wohl mal eher nicht. Hier viel Text. Okay, hier wird gezeigt, ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Hier ein Minirock. Hier ist ein Q&A mit David Cronenberg. Also hier ein Q&A, okay, eine Fragerunde. Color Grading. Impressum. Da haben wir hier die ganzen Quellen, wo sie das alles her haben. Und hier die letzte Seite. Irgendwie hier ein Brief oder was? Hier sind die, ach so, ein Brief an David Cronenberg. Okay. Lieber David, den Film Crash hat mich vollkommen überwältigt. Es ist der stärkste, originellste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. In gewisser Hinsicht beginnt er als da, wo mein Roman bereits zu Ende ist. Und ich finde, ist noch erotischer und geheimnisvoller. Aha, das ist hier von dem, der den Roman geschrieben hat. Hier ein Brief von dem Roman. Also den Roman geschrieben hat an David Cronenberg. Cool. Sehr geil. So, alles wieder reinpacken. Also ein tolles Mediabook. Wirklich gut. Freut mich Speeddays TV, dass wir getauscht haben. So, und jetzt kommen wir wieder in die andere Ansicht zur Verabschiedung. So, da bin ich wieder in der anderen Ansicht. So, zur Verabschiedung. Aber auf jeden Fall war ich heute noch im Mediamarkt. Ah, ihr könnt mir gerne mal in den Comments schreiben, wie ihr dieses Mediabuch findet. Ich finde es richtig toll. Vielen Dank. Speeddays TV. So, und da war ich noch im Mediamarkt. Da habe ich Apokalypto mitgenommen. Da habe ich gesehen, der kostet 12,99 €. Da gucke ich im Internet auf der Mediamarkt-Seite und da war der für 6,99 €. 6,99 € für die Blu-ray. Bin ich hingegangen zur Information, haben sie mir gleich alles fertig gemacht. Da sagt die Verkäuferin zu mir, oh, das tut mir jetzt aber richtig weh, den so günstig zu verkaufen. Da kann ich doch nichts für. So ist das leider. Da habe ich den jetzt für 6,99 € bekommen, obwohl für 12,99 €. Auf jeden Fall Apokalypto, sehr geiler Film. Von Mel Gibson. Der ist sehr Bildgewalt, sehr blutig. Also der gefällt mir richtig gut. Und den habe ich vergessen in meinem Juli-Update-Video. Also was ich im Monat Juli gekauft habe oder bekommen habe. Da habe ich Evil Dead vergessen zu zeigen. Ich wollte jetzt nochmal erzählen, wie ich den Film fand. Der ist richtig super, Evil Dead. Das ist meiner Meinung nach der beste Horrorfilm. Den es gibt, den besten Horrorfilm, der hat so geile Horror-Szenen, Gewalt-Szenen, der ist so geil gemacht.
Ich finde, das ist ein richtiges Meisterwerk. Evil Dead, das Remake. Das Ende ist super. Das Ende ist richtig genial. Alles voller Blut und wie sie das Monster die Kettensäge im Kopf sägt und alles voller Blut. Also der ist richtig gut, der Film. Da soll also jetzt ein zweiter Teil rauskommen. Irgendwie, aber nur auf Netflix oder so. Auf jeden Fall habe ich das noch bekommen. Jo, das war es so. Jetzt kommt die Verabschiedung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.